Heute zeige ich dir mal wieder einen Jimi Hendrix Klassiker, und zwar diesen hier. Der Song heißt The Wind Cries Mary und ich werde dir wieder zeigen, wie du die Hauptriffs des Songs auf der E-Gitarre spielen kannst. Das Ganze dann auch wieder in verschiedenen Stufen, so dass dieses Video für möglichst viele Gitarristen einen Mehrwert bietet. Der Song macht extrem viel Spaß zu spielen und ich hoffe natürlich, du nimmst viel aus diesem Video mit. So, fangen wir mit dem Intro an. Ich zeige dir das Ganze auch in einem, also ich mache hier keine verschiedenen Stufen, weil da gibt es nicht so viel zu vereinfachen. Und ja, die ersten drei Akkorde gehen wie folgt. Das sind prinzipiell erstmal Power-Akkorde, die auf der A-Seite anfangen, also mit dem Zeigefinger auf der A-Seite, hier am 6. Bund, 7. Bund, 8. Bund. Was du hier aber anders machst, du legst deinen Zeigefinger auch noch auf die tiefe E-Seite und greifst die mit, also machst hier so einen kleinen Barré. Und dann die beiden Töne hier noch auf der D- und G-Seite. Und da klingt der Power-Akkord nochmal deutlich voller. Und das ist einfach nur nochmal die Quinte von dem Power-Akkord, also dieser Ton, nochmal gedoppelt. Ja, was du hier am Ende noch machen kannst, ist so ein Ghost-Note-Schlag, also du lässt den letzten Akkord hier klingen und dann legst du deine Hände auf die Seiten und machst einen Ghost-Note-Schlag. Das Ganze mache ich einfach, wenn ich das komplett alleine spiele, ohne Schlagzeug, ohne Band oder sonst was, dann ist es einfach schöner, so ein bisschen perkussive Elemente mit einzubauen. Also das kannst du machen, musst du aber nicht. Im Original ist es am Intro, glaube ich, nicht gespielt, aber im Laufe des Songs hört man auch, dass dieser Schlag nochmal kommt bei diesem Teil. Ja, dann der nächste Teil. Der ist schon ein bisschen anspruchsvoller und der basiert prinzipiell auf denselben Akkorden. Nur spielen wir diese jetzt nicht als Power-Akkords, sondern als Dur-Akkord-Varianten. Das heißt, also wie du das Ganze anfängst hier, Zeigefinger am 8. Bund, ein Barré über die A-, D- und G-Seite. Und dann machst du einen Hammer-On mit dem Ringfinger auf der A-Seite auf den 8. Bund, 10. Bund, sorry. Und das Ganze machst du so, dass du mit der Fingerspitze den Hammer-On machst, damit die Töne auf der D- und G-Seite noch weiter klingen. Also nicht so, sondern nur die A-Seite. Genau, und den Hammer-On machst du ziemlich schnell. Ja, und das ist quasi dieser Dur-Akkord. Passend zu diesem ersten Akkord, den wir gerade eben hatten. Nur, dass wir vorher noch so ein Hammer-On machen. Und das machst du auch bei diesen nächsten beiden. Also du gehst dann wieder einen Bund höher jeweils. Das braucht vielleicht ein bisschen Übung, dass man das sauber hinbekommt. Aber ich sag mal, es ist auf jeden Fall machbar. Ja, und das kommt dann erstmal im Wechsel. Also das heißt, du spielst erstmal die Power Chords. Dann diesen Part mit den Hammer-Ons. Hier kannst du auch wieder diesen Ghost-Note-Schlag am Ende machen, wenn du möchtest. Dann kommen die ersten Akkorde nochmal. Und dann wieder die Hammer-Ons.
Und dann geht es mit einem kleinen Lick in den nächsten Teil rein, also in die Strophe. Und dieses Lick geht wie folgt. Ist auch wieder so ein typisches Hendrix-Lick. Also wir enden ja quasi hier bei diesem Akkord. Unsere Finger bleiben auch genauso liegen. Und wir heben dann einfach den Ringfinger und spielen die A- und D-Seite. Legen den Ringfinger wieder genau dahin, wo er gerade war, also nur auf die A-Seite. Und schlagen da auch die tiefen beiden Seiten an, also die A- und D-Seite. Dann Ringfinger wieder hoch und dann spielen wir die D- und G-Seite mit dem Zeigefinger gegriffen. Dann Ringfinger auf die D-Seite alleine. Also hier klingt der Ton darunter wieder durch. Und dann so wieder zurück. Also die Barrés solltest du beherrschen für dieses Intro. Okay, und du kannst das Ganze auch ein bisschen abwandeln. So spiele ich es ganz gerne. Also ich spiele die ersten Töne mit einem Hammer-on. Dann spiele ich den nächsten Ton an. Und spiele dann nochmal an und mache dann direkt danach ein Hammer-on. Kannst du ausprobieren, wie du willst. Ist einfach nur eine Variante, wie man das auch noch spielen kann. Da gibt es ja, wie gesagt, keine Grenzen, gerade so bei Jimi Hendrix Sachen, das ist alles sehr improvisiert und abgewandelt. Hier gibt es keine Regeln, also da kannst du das spielen, wie du möchtest, ob du jetzt Hammer-Ons, Pull-Offs oder jeden Ton angeschlagen machst, das ist dann wirklich egal. Ja, kommen wir zum nächsten Part und hier baue ich das Ganze in verschiedenen Stufen auf, weil hier kann man sich erstmal leichter machen und dann nach und nach gewisse Spieltechniken, gewisse Variationen hinzufügen. Und zwar geht es jetzt um die Strophe und den Refrain und das Ganze ist so eins, würde ich mal sagen. Also das würde ich mal als eins behandeln, weil der Refrain relativ kurz ist. Ja, ich spiele es jetzt einfach mal vor in der einfachen Variante und zwar, was bedeutet einfach? Das heißt, wir brauchen nur Dur-Akkorde im Barré-Shape, also in der Barré-Form, auf der tiefen E-Seite basierend. Also Grundton, tiefe E-Seite. Ja, ich spiele es jetzt einfach mal vor. Okay, also fangen wir mit den ersten drei Akkorden an. Das Ganze geht jetzt wieder hier chromatisch nach unten in dem Fall. Vorher ging es chromatisch nach oben. Und wir sind hier am achten Bund der tiefen E-Seite mit einem C-Dur-Akkord, also in der Barré-Form. Und dann gehen wir dann jeweils einen Bund nach unten. Und wie wir das Ganze spielen, das ist auch sehr wichtig. Und zwar spielen wir das Ganze, ich sag mal, so ein bisschen wie ein Schlagzeuger, also so ein bisschen perkussiv. Gerade um einfach diesen ganzen Rhythmus besser zu verinnerlichen, gerade wenn man alleine spielt. Das heißt, wir betonen manche Anschläge mehr als die anderen. Und zwar der erste Anschlag, der wird so ein bisschen weniger betont und da brauchst du auch jetzt nicht den ganzen Akkord durchzuhauen, sondern einfach nur die tiefe Seite oder die tiefsten zwei oder drei Seiten. Und dann der nächste Schlag ist dann ziemlich komplett durchgehauen oder ich sag mal nur die oberen Seiten, einfach um diesen Kontrast zu haben. Und das ist dann quasi so, wie dieser Snare-Schlag
auf dem Schlagzeug, also immer auf der 2 und auf der 4. Okay, also das ist quasi 1 und dann auf die 2 der Snare-Schlag. Dann der nächste Ton ist dann quasi, wir gehen chromatisch runter. Und da spielst du den zweiten Ton, also den spielst du gar nicht als ganzen Akkord wirklich, sondern spielst du den Grundton, aber du nimmst natürlich das Akkord-Shape, also das Muster mit runter. Und spielst dann hier unten am sechsten Bund dasselbe wie am Anfang. Ja, und wie du merkst, das Ganze ist dann schon sehr rhythmisch, wenn du das so spielst und auch so betonst. Und das ist hier ganz wichtig. Also spiel es nicht so. Also kannst du natürlich machen, aber ich würde es von Anfang an gleich richtig betonen. Dann gehen wir runter zum nächsten Akkord, das ist ein F. Fangen wir genau gleich an, also einmal leicht anschlagen mit den tieferen Saiten und dann einmal durchhauen, direkt abstoppen, wie so ein Snare-Schlag. Und dann danach spielst du diesen Akkord nochmal zweimal, ein bisschen anders, diesmal nicht auf das Schlagzeug ausgerichtet, sondern... Okay, jetzt die Akkorde mal zusammen. Und genau das, was ich jetzt gespielt habe, ist quasi die ganze Strophe. Also die Akkordfolge, die ich dir gerade gezeigt habe, wiederholt sich dreimal. Danach kommt dann der Refrain-Teil, den zeige ich dir jetzt. Und zwar gehen wir nach dem F zu einem G-Akkord und den spielen wir wie folgt. Und dann dasselbe hier am sechsten Bund bei einem B-Flat-Akkord. Sind wie gesagt alles Dur-Akkorde, also ganz leicht eigentlich zu merken. Und danach kommt wieder der Intro-Part, also die ersten drei Akkorde vom Intro. Dann spielen wir die Refrain-Akkorde nochmal. Und dann wieder. Und dann danach. Und dann geht es wieder direkt in die Strophe rein. Okay, ich spiele das jetzt noch einmal zusammen. So, das war jetzt die einfachste Stufe. Kommen wir nun zur nächsten Stufe. Und jetzt wird es ein bisschen komplizierter mit den Barré-Akkorden. Die spielen wir jetzt nämlich komplett anders. Und zwar in der, ich sag mal, Hendrix-Art. Das heißt, wir spielen den tiefsten Ton mit dem Daumen. Also nicht so mit dem Zeigefinger, sondern so mit dem Daumen. Und dann legen wir natürlich auch die anderen Finger etwas anders hin. Also dann brauchen wir den Zeigefinger, Mittelfinger und Ringfinger, so angeordnet, auf der D-, G- und B-Seite. Und mit dem Daumen dämpfen wir automatisch die A-Seite ab und haben dann eigentlich nur noch vier Töne, die wir spielen. Das heißt hier den Grundton, nochmal den Grundton hier auf eine Oktave höher und dann die Terz und die Quinte. Die hohe E-Seite wird entweder automatisch mit dem Zeigefinger abgedämpft oder du versuchst sie einfach nicht mitzuspielen. Ja, kann für manche schon ein bisschen schwierig sein, die Akkorde so zu greifen.
Aber das ist wirklich die, ich sag mal, die einzige Möglichkeit, wie man das richtig nachspielen kann. Ja, deswegen versuch's einfach. Wenn du eine Gitarre mit einem dünneren Hals hast, macht das Ganze ein bisschen leichter. Wenn du größere Hände hast, dann sowieso. Also falls du kleine Hände hast, dann brauchst du auf jeden Fall eine E-Gitarre mit einem schmaleren Hals. Da kriegst du das auch hin. Wenn du kleinere Hände hast und einen dicken Hals an der Gitarre, dann wird es vielleicht ein bisschen schwieriger. Also da solltest du mal schauen, wie das bei dir funktioniert. Ja, und was du jetzt als erstes machen kannst, ist das Ganze einfach mal mit dieser Art und Weise, die Akkorde zu spielen, durchspielst. Und was du jetzt hier auch sehr gut machen kannst oder was automatisch schon so ein bisschen passiert, ich habe ja gesagt, dass du manche Töne mehr betonst als die anderen. Und du kannst jetzt quasi diese nicht so sehr betonten Töne einfach nur mit dem Grundton anspielen, weil die A-Seite ist ja eh abgedämpft. Das heißt, du spielst dann die tiefe E-Seite. Und bei diesem Snare-Schlag, also bei diesem betonten Schlag, spielst du einfach die drei gegriffenen Töne hier unten. Also auf der D-, G- und B-Seite. Und so weiter. Ja, jetzt kommen wir zur nächsten Stufe und wir fügen jetzt einfach noch so ein paar Hendrix-typische Variationen hinzu und ich zeige dir erstmal, was ich damit meine. Also ich spiele jetzt noch mal die Strophe und den Refrain. Ja, konntest wahrscheinlich hören, was jetzt anders ist. Also es sind hauptsächlich so ein paar kleine Hammer-Ons, würde ich sagen. Und nochmal add 9 Akkorde, kommen wir gleich dazu. Aber erstmal die Hammer-Ons. Und zwar sind wir hier bei dem F-Part, also bei dem F-Akkord. Ja, und was du hier machst, ist, du löst den Ringfinger. Also so. Und machst einen Hammer-On auf den Ton, den du eigentlich vorher gegriffen hast. Das machst du zweimal hintereinander. Ja, und das kannst du jetzt bei jedem der drei Durchgänge erstmal so machen. Also immer, wenn du zu dem F kommst. Und da klingt das Ganze schon mal deutlich besser und interessanter, würde ich mal sagen. Und dann die nächste Änderung ist beim dritten Durchlauf. Und zwar kommt es dann hier bei den ersten drei Akkorden. Die spielst du jetzt mal nicht so ein bisschen zurückhaltend und dynamisch, würde ich sagen, sondern hier werden jetzt alle Akkorde mal durchgespielt oder zumindest die ersten beiden so richtig durchgehauen. Und was du noch machst, ist, du fügst den kleinen Finger hier auf der hohen E-Seite hinzu, das heißt auf derselben Höhe, auf der der Ringfinger ist, das heißt jetzt bei dem ersten Akkord am 10. Bund. Und da hast du diesen Add 9 Sound. Und das machst du bei jedem Akkord und du spielst das, wie gesagt, so. Du kannst dann wirklich jeden angeschlagenen Ton durchschlagen, also nicht, sondern kannst dann bei dem letzten so ein bisschen sanfter wieder werden. So spiele ich es zumindest und habe mir noch so ein bisschen Dynamik drin. Und ja, dann gehst du wieder zum F. Dann geht es zum Refrain-Teil, also so haben wir es ja gerade eben gespielt. Und jetzt fügst du hier auch nochmal so ein Pull-Off hinzu. Das heißt hier diesmal auf der B-Seite, wieder mit dem kleinen Finger. Also nicht auf der hohen E-Seite wie gerade eben, sondern
hier auf der B-Seite. Und dann machst du einfach nur. Dasselbe bei dem nächsten Akkord. Ja, und das war's schon. Danach kommt wieder. Und dann. Rest bleibt gleich. Ja, und ich würde sagen, ich spiele das Ganze nochmal durch. Dann geht's weiter mit der nächsten Stufe. Kommen wir zur nächsten Stufe und hier wird jetzt ausschließlich am zweiten Durchlauf der Strophe was geändert und zwar eigentlich fast alles. Das heißt, der erste Teil bleibt gleich, der dritte Teil bleibt gleich, der Refrain bleibt gleich, nur der zweite Durchlauf vom, der wird jetzt komplett nochmal abgeändert und zwar spielen wir hier jetzt das hier. Okay, auch wieder sehr Hendrix-typisch und das bringt einfach nochmal eine richtig schöne Abwechslung rein, wenn man das in der Mitte spielt, das ist ja im zweiten Teil, der erste Teil wird normal gespielt, zweite Teil dann diese Abwechslung drin und dann beim dritten Teil diese Add-9-Akkorde und hat man dann richtig schön Abwechslung drin. Okay, wie geht das Ganze? Also wir fangen hier mit dem ersten Akkord an. Bis dahin gehen wir, also den zweiten Grundton hier am siebten Bund spielen wir noch. Und dann, anstatt dass wir hier zum letzten Ton gehen, der drei Akkorde, spielen wir denselben Ton einfach hier auf der A-Seite. Und dann spielen wir dieses Lick. Erster Bund, wie gesagt, A-Seite. Und dann machst du hier im dritten Bund A-Seite einen Slide. Und dann diesen Hendrix Hammer-on-Pull-Off, den wir auch schon am Intro so ähnlich hatten. Das heißt hier einen kleinen Barré, D- und G-Seite, dritter Bund. Hammer-on nur auf die D-Seite. Und wieder ein Pull-Off. Wieder 5-3 auf der A-Seite. Und dann enden wir hier erstmal auf dem F. Okay? Und dieser Übergang zum F mit dem Daumen hier, der ist schon ein bisschen schwierig, muss ich sagen. Also das muss man schon sicher greifen können. Das auf jeden Fall üben. Das Gute ist, man spielt ja nur den einzelnen Ton erst und hat dann noch ein bisschen Zeit, die Finger so hinzulegen zum vollen Akkord. Okay, und dann bei diesem haben wir auch noch eine Abwandlung. Wir spielen beim ersten Mal ein Hammer-on mit dem kleinen Finger und dann beim zweiten Mal mit dem Ringfinger. Und den Hammer-on hier auf der B-Seite. So quasi und dann wie gehabt auf der G-Seite. Ist vielleicht auch ein bisschen schwierig am Anfang, dass man hier nicht irgendwie irgendwelche Töne verdeckt, beziehungsweise so ein Hammer-on mit dem kleinen Finger ist auch immer ein bisschen schwierig, dass man den schön hört, also das muss man vielleicht ein bisschen üben. Ist jetzt auch nicht so wild, wenn man es nicht macht, man kann auch einfach so das Ganze spielen. So ist es einfach nur eine schöne Abwechslung. Okay, ich spiele jetzt nochmal die Strophe durch mit diesem Mittelteil, also an der zweiten Runde spiele ich dann quasi das, was ich hier gerade gezeigt habe. Musik
ja, jetzt die letzte Stufe und hier ist jetzt eigentlich nicht viel anders und auch nicht viel, was ich dir zeigen kann. Hier geht es jetzt einfach nur darum, dass du lernst, eigene Variationen hier mit reinzubringen. Und was noch viel wichtiger ist, ist einfach diese schöne Spieldynamik. Das heißt, dass du wirklich die Töne und Akkorde so betonst, dass es einfach zum Rhythmus, zum Groove des Songs passt. Also gerade so Sachen wie, dass das wirklich sitzt. Und was du jetzt auch noch machen kannst, ist einfach so ein bisschen Spannung aufbauen. Das heißt, wenn du den ersten Teil spielst, spielst du das Ganze noch so ein bisschen zurückhaltend. Und dann bei der zweiten Runde, wo dann auch dieses Lick reinkommt, dass du dann einfach schon mal so ein bisschen auflockerst. Also und du kannst hier auch einfach noch so ein paar Schläge immer zwischendrin machen, die rhythmisch passen. Auch Ghost Notes zum Beispiel, das mache ich dann auch immer noch zwischendrin, um einfach so ein bisschen perkussiver zu klingen und um das Ganze ein bisschen aufzulockern und wie gesagt so ein bisschen Spannung aufzubauen. Ich spiele jetzt einfach mal so ein Beispiel vor, wie ich das meine. Und ja, wie gesagt, hier gibt es auch keine Regeln. Du kannst hier Sachen hinzufügen, abändern, wie du willst. Und ja, hier jetzt mal eine Version von mir. Ich hoffe, dir hat dieses Video gefallen. Ich habe übrigens eine Playlist mit ähnlichen Videos, in denen ich Songs und Riffs auf diese Art und Weise erkläre. Findest du unten verlinkt, genauso wie mein Equipment, das ich in diesem Video und auch in anderen Videos verwende. Lass gerne einen Like da, wenn dir dieses Video gefallen und weitergeholfen hat. Schreib gerne auch einen Kommentar und vergiss nicht, den Kanal zu abonnieren, damit du zukünftig auch keine neuen Videos mehr verpasst. Und wenn du noch Lust hast, dann schau dir doch gerne mal dieses Video hier an. Vielleicht ist das ja auch interessant für dich.